Genau. Also, wo waren wir vor 2 Wochen? Das wäre so ein bisschen die Frage. Und wir haben uns vor 2 Wochen mit einem Thema beschäftigt, das heißt Jesus, unser König. Und ich möchte heute gerne an dieser Stelle inhaltlich ein Stück weitermachen. Und ich starte mal mit Daniel 4, einige Verse aus Daniel 4, Altes Testament. Und für den Fall, dass du jetzt länger brauchst, um aufzuschlagen, lern die Reihenfolge der biblischen Bücher. Auch das ist nicht böse. Also Daniel Kapitel 4. Einfach ein paar Verse, die uns hineinführen sollen in das Thema von heute, das dann nämlich heißt, die Himmel herrschen. Also Jesus ist unser König und wir werden uns jetzt heute und dann auch nächste Woche mit der Frage beschäftigen, okay, schön, schön, dass das so ist, aber was heißt das praktisch? Wie macht er das? Auf der einen Seite, wie wir letztes Mal gesehen haben, baut er sein Reich. Das heißt, es ist ein Reich Gottes über die Herzen von Menschen. Aber auf der anderen Seite ist der Jesus tatsächlich auch Herrscher in dieser Welt. Und da starten wir mal mit Daniel Kapitel 4. Daniel Kapitel 4, Nebukadnezar, wir sind in Babylon. Nebukadnezar hat einen Traum. Und Daniel erklärt ihm diesen Traum. Daniel Kapitel 4, Vers 22. Da heißt es, und das ist jetzt eine Warnung an den Nebukadnezar, das ist eine Warnung an den mächtigsten König seiner Zeit. Das wäre so, ich weiß, Biden funktioniert als Beispiel nicht, aber Trump würde funktionieren an der Stelle. Also ein absoluter Machtmensch, wo du weißt, mit dem legst du dich besser nicht an. Und jetzt kommt hier der kleine Daniel und sagt, man wird dich, Vers 22, von den Menschen ausstoßen und bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein. Das heißt, du wirst für eine Weile verrückt werden. Man wird dir Gras zu essen geben und wie den Rindern und vom Tau des Himmels lässt man dich benetzen und es werden 7 Jahre über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wem er will. Und dass man gesagt hat, man solle den Wurzelstock des Baumes übrig lassen, das bezieht sich auf das Bild, das ich jetzt nicht vorgelesen habe. Dein Königtum soll dir erhalten bleiben, sobald du erkennst, dass die Himmel herrschen. Und weiter unten nochmal, Vers 32. Da ist Nebukadnezar dann tatsächlich 7 Jahre verrückt geworden und nach 7 Jahren wird er wieder normal. Er wird wieder eingesetzt in sein Königreich. Und dann kann er rückblickend über diese Zeit, wo er völlig meschugge, wie so ein Tier auf draußen quasi unter freiem Himmel lebte, wo man ihn besser nicht angesprochen hatte, wo er völlig durchgeknallt war, er kann dann rückblickend sagen, Vers 32, und alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet und nach seinem Willen verfährt er, gemeint ist Gott, mit dem Heer des Himmels und den Bewohnern der Erde. Gott ist ein Gott, der macht, was er will. Und da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Und dann Vers 34. Nun rühme ich Nebukadnezar und erhebe und verherrliche den König des Himmels, dessen Werke allesamt Wahrheit und dessen Wege recht sind und der die erniedrigen kann, die in Stolz einhergehen. Das ist unser Startpunkt. Ein Vers aus dem Alten Testament, der König Nebukadnezar, der von Gott gedemütigt wird und der erkennt, die Himmel herrschen, Gott regiert im Hintergrund und alles, was er hat und kann und ist, das ist er nur in Abhängigkeit von dem Gott, der die Geschichte lenkt. Das als Einstieg, warum diese Predigt heißt, die Himmel herrschen. Ein Rückblick. Wir hatten Jesus als den König, wir haben uns angeschaut, dass auf Golgatha ein König inthronisiert wird. Er ist ein König, der im Alten Testament verheißen wird, der dann kommt, die Herrschaft seines Urahnen David in Ewigkeit antritt und auch aufnimmt und der dann am Kreuz als König eingesetzt wird und von da an herrscht, als König der Könige. Und mir war es beim letzten Mal wichtig zu sagen, wir folgen einem König. Und ich hoffe, ihr erinnert euch noch daran, da ging es um das Thema. Ein König ist etwas anderes als ein Bundeskanzler. Ja, einen Bundeskanzler kannst du dir alle 4 Jahre einen neuen aussuchen. Du kannst in der Umfrage auch sagen, ich mag den nicht. Einem König ist das einfach mal schlichtweg egal.
Wenn du einem König folgst, hast du kein Recht darauf, enttäuscht zu sein. Du hast kein Recht darauf, zu meckern. Aber, und das ist die gute Nachricht, du hast ein Recht darauf, gerettet zu werden. Das ist die gute Nachricht. Und wir folgen einem guten König und das ist einfach mal super. Und wenn das stimmt, dass wir einem König folgen, der in dieser Welt sein Reich aufbaut, und ich will nochmal, nicht nur, weil das für die Kinderkirche wichtig ist, denn die Frage habt ihr auf eurem Zettel, Johannes Kapitel 18 aufschlagen. Johannes Evangelium Kapitel 18. Da geht es um die Frage, wie ist das mit dem Reich, wie ist das mit dem König, wie passt das irgendwie zusammen? Johannes 18, Vers 36. Jesus vor Pilatus. Also wir sind an dem Tag kurz bevor Jesus gekreuzigt wird. Und Pilatus, in der damaligen Zeit oberster römischer Verwaltungsbeamter, der wirklich über Leben und Tod entscheiden konnte, und der fragt ihn, bist du der König der Juden? Weil das war der Vorwurf. Und damit musste er sich auseinandersetzen. Und dann heißt es in Vers 36, Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also der Herr Jesus sagt, ja, ich bin ein König. Und ja, ich habe ein Reich. Aber wenn du jetzt bei Reich an Geografie denkst, wenn du irgendwie an farbige Flächen denkst auf irgendeiner Landkarte, die man so schraffiert hat, um zu zeigen, darüber herrsche ich. Völlig falscher Ansatz. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft. Logisch. Wollte ja auch einer. Wer denn? Der Petrus, ja, der hat ja irgendwann mal zwischendrin sein Schwert gezogen und dachte, er könnte dann seinen Herrn verteidigen. Und was sagt der Herr Jesus? Ganz entspannt, lass stecken. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Lass stecken, denn wenn du das Ding ziehst, wirst du durch das Schwert umkommen. Nie und nimmer wird Christentum durch das Schwert verbreitet. Einfach nie und nimmer. Es geht nicht, weil es geht darum, dass wir Gott Vertrauen schenken. Und du kannst nicht zwangsweise jemanden dazu bringen, du musst jetzt aber vertrauen. Das geht nicht. Das geht nicht, so wie du nicht sagen kannst, du musst mich aber jetzt lieb haben. Nein, musst du nicht. Das ist freiwillig. Und deswegen kann der Herr Jesus sagen, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, wenn ich ein ganz normales politisches Reich hätte aufbauen wollen, dann würden jetzt in diesem Moment, wo ihr mich gefangen nehmt, meine Diener kämpfen. So hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Aber genau das passiert nicht. Das Reich Gottes, das Reich der Himmel, die beiden Begriffe kann man synonym und austauschbar in der Bibel finden, ist ein Reich über die Herzen. Und trotzdem, obwohl es keine politische Größe im eigentlichen Sinn ist, ist das Reich Gottes auf dieser Erde. Und jetzt wird es spannend. Also wir haben ein Reich, was nicht von dieser Welt ist, nicht so wie alle anderen Reiche, die es in dieser Welt gibt, aber wir haben ein Reich in der Welt. Und ich möchte mit euch Matthäus 13 aufschlagen, wo der Herr Jesus das deutlich macht. In Matthäus 13, Höhepunkt des Matthäus-Evangeliums, mittendrin eine Rede, wo nur Gleichnisse aneinandergereiht werden. Wie ist denn jetzt dieses Reich Gottes? Also wenn jetzt so ein Reich kommt, was nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt, wie ist denn das jetzt? Wie kommt man da rein? Wie entwickelt sich das? Was muss man aufgeben, um Teil davon zu werden? All das findet sich in Matthäus 13. Und wir lesen uns ein Gleichnis mal durch und dann die Auslegung dazu von dem Herrn Jesus. Da heißt es Matthäus 13 ab Vers 24. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn Unkraut? Er aber sprach zu ihnen, ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sprachen zu ihm, willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach, nein,
damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausrauft. Lasst beides zusammenwachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Das ist ein ganz typisches Himmelreichsgleichnis. Der Herr Jesus erklärt in Gleichnissen das Reich der Himmel. Warum macht er das? Damit Menschen, die das hören, sich entscheiden müssen, will ich verstehen, was er sagt? Will ich nachfragen? Interessiert mich das Thema? Oder lese ich das und denke mir, was für ein blödes Ding, ich habe nichts verstanden und tschüss. Also das Gleichnis sorgt dafür, dass Menschen sich trennen. Die, die interessiert sind, die kommen nämlich, so wie die Jünger. Hier, ab Vers 36 heißt es, dann entließ er die Volksmengen und kam in das Haus und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Ich will das immer wieder sagen, du darfst so viele Fragen an die Bibel haben, wie du magst. Du musst nicht alles verstehen, wenn du Bibel liest. Du musst einfach aber auch immer weiter fragen, bis du es verstanden hast. Hab Fragen, stell die Fragen, bleib dran, hör damit nicht auf, weil genau das unterscheidet einen Jünger von einem desinteressierten Ungläubigen. Der Ungläubige hört das einfach nur, nicht verstanden, ja, okay, und tschüss. Der Jünger sagt, kannst du noch mal erklären? Wir haben das auch gehört, ganz ehrlich, Unkraut ausgestreut und dann Weizen und Unkraut und dann hat das ein bisschen gedauert. Kannst du noch mal erklären, wie das zusammenhängt, was dieses Gleichnis mir zum Thema Reich Gottes, Reich der Himmel zu sagen hat? Und der Herr Jesus macht das dann. Da heißt es in Vers 37, er aber antwortete und sprach, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Und ihr wisst schon, der Begriff Sohn des Menschen ist ein Messias-Titel, das ist der Herr Jesus. Also der Herr Jesus streut den guten Samen aus. Und wir könnten sagen, er predigt das Evangelium. Der Acker aber, jetzt ganz spannend, wo wächst diese Saat auf? Der Acker aber ist die Welt. Also auf der ganzen Welt entsteht jetzt Reich Gottes. Was gibt es da so an Früchten? Der gute Same aber sind die Söhne des Reiches. Es gibt also Leute, die gehören, wir wissen, weil sie sich zu dem Herrn Jesus bekehrt haben, weil sie Buße getan haben, sie gehören als Söhne des Reiches zu diesem Reich der Himmel. Hier, ihr sitzt hier und wir gehören da irgendwie, das ist unser Ding. Wir gehören zu diesem Königreich. Wir haben zu dem König gesagt, Herr, rette uns. Du sollst König in meinem Leben sein. Das sind Söhne und gerne auch Töchter, aber hier werden nur die Söhne benannt, weil es um Erbschaft geht, das ist in der Antike noch ein bisschen komplizierter, aber für die Moderne, Söhne und Töchter Gottes, ich bin da ganz entspannt. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel, das heißt, wir haben dann einen Widersacher in dieser Welt. Der Herr Jesus möchte das Evangelium säen und möchte, dass Menschen ans Evangelium gläubig werden, von Neuem geboren werden und dann gibt es aber auch so eine andere Botschaft. Okay, und da kommt dann, ich lese nochmal Vers 38, der Acker aber ist die Welt, der gute Samen aber sind die Söhne des Reiches, das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Also es gibt auch Leute, die können mit dem Evangelium nichts anfangen und die sind dann, die gehören von ihrem Wesen her nicht zum Sohn, sondern zum Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters. Also die ganze Sache läuft auf einen Zeitpunkt X hinaus, bis dahin wächst beides heran. Wie nur das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Wenn diese Zeit jetzt vorbei ist, wir wissen, wenn Jesus wiederkommt, dann werden Menschen getrennt. Es wird die geben, die sagen, hey, ich stehe klar auf der Seite Jesu, die Söhne des Reiches. Und dann gibt es die, die sagen, nee, damit kann ich nichts anfangen. Das sind die Söhne des Bösen. Und dann, wenn der Herr Jesus wiederkommt, der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich. Achtung, aus seinem Reich. Also auf der ganzen Welt entsteht sein Reich, aber in diesem Reich, wenn man da hinschaut, in diesem Reich gibt es die, die wirklich dazugehören und die, die nur so, bei genauerem Hinschauen hätte man es schon gemerkt. Aber nicht jeder schaut immer genau hin.
Sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun, und sie werden sie in den Feuerofen werfen, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Also wir haben in dieser Welt das Reich Gottes, und das Reich Gottes wird gehen bis zu einem Zeitpunkt X, und dann kommt der Herr Jesus wieder, sendet seine Engel aus und wird tatsächlich Menschen beurteilen. Nach der Art, ja, nach, wonach eigentlich? Was ist denn das Unterscheidungsmerkmal? Und die Antwort lautet, die beiden Gruppen unterscheiden sich nach ihrem, ich möchte was sagen, wer ist dein Vater? Versteht ihr? Söhne des Reiches, Söhne des Bösen. Wer ist dein Vater? Nach wem kommst du? Ja, wenn du Kinder hast, die kommen dann häufig so nach den Eltern. Und ja, da kann man sagen, ja, das ist der Kleine von dem, ja. Ich weiß genau, ja, ist der Kleine von dem, kannst du machen, was du willst. Und die Frage ist, von wem bist denn du der Kleine? Der Kleine von dem Bösen oder der Kleine von dem Guten? Wo gehörst du denn hin? Und nach dieser Frage, wer ist dein Vater, entscheidet sich, wohin du am Ende kommst. Der Herr Jesus wird wiederkommen. Dieses Reich ist darauf angelegt, dass für eine Weile Menschen sich entfalten können, dass sie diese Entscheidung treffen können, dass sie sagen können, ich gehöre da oder dahin. Aber es gibt einen Zeitpunkt X, wo dann Schluss ist. Und dann kommt Jesus wieder und dann ist die Frage, hast du dich entschieden? Hast du dich entschieden für den König? Bist du Teil von dieser geistlichen Familie geworden, die für jeden offen steht, die aber damit beginnt, dass du in deinem Leben Buße tust und das Evangelium annimmst und von Neuem geboren wirst? Das ist die Frage dabei. Und wenn ja, dann kann ich dir sagen, Vers 43, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Total spannend. Ich habe das Reich des Sohnes und dann habe ich ein Gericht, und dann wird aus dem Reich des Sohnes das Reich des Vaters. Das hat damit zu tun, dass am Ende, wenn diese ganze Weltgeschichte vorbei ist, dass am Ende der Sohn, wenn er alles erreicht hat, was es zu erreichen galt. Und das heißt, dass auch der letzte Feind besiegt ist. Und der allerletzte Feind, der besiegt wird auf diesem Planeten, ist der Tod. Wenn auch der Tod besiegt wird und diese Geschichte zu einem Ende gekommen ist, dann wird der Sohn quasi seine ganze Errungenschaft, sein ganzes Reich, alles, was er an Menschen gewonnen hat, nehmen und dem Vater geben. Und am Ende wird Gott, der Vater, alles in allem oder alles für jeden sein. Und deswegen wird aus dem Reich des Sohnes ein Reich des Vaters. Mir war wichtig, euch zu zeigen, auch wenn das Reich der Himmel, das Reich Gottes, nicht von dieser Welt ist, ist es in dieser Welt. Der Acker hier, wo es wächst und gedeiht, ist tatsächlich die Welt. Aber es gibt gleichzeitig, während das Reich Gottes in der Welt wächst, in Form von Menschen, die persönlich Buße tun, die sich mit meinen Worten in Gott verlieben oder in Gott ihren Retter finden. Während das passiert, läuft ja noch Weltgeschichte ab. Frage, läuft die einfach so ab? Also hat der Herr Jesus nur die Errettung im Sinn, aber die Weltgeschichte, was so passiert, das geht irgendwie an Gott vorbei? Und die Antwort lautet nein. Und wir springen nochmal zurück in Daniel. Daniel 2, ihr habt schon vorhin ja gelesen, dass die Himmel herrschen. Und Daniel 2, Vers 21 wäre eine Stelle, die ich euch für diese Predigt, wenn ihr euch den Inhalt merken wollt, zum Auswendiglernen anbefehle. Da heißt es in Daniel 2, der gute Nebukadnezar hat immer wieder so prophetische Dinge. Ja, der träumt und hat Bilder und so. Und dann braucht er immer den guten Daniel, damit er das auslegen kann. Und so auch hier. Daniel 2, da ist ein großes Standbild, was Nebukadnezar gesehen hat. Ist jetzt nicht interessant, weil mir geht es um die Frage, in dieser Welt findet also auf der einen Seite Reich Gottes statt. Es wächst über die Herzen von Menschen. In allen Völkern dieser Welt entsteht Reich Gottes. Und jetzt schauen wir uns die politische Landkarte an. Wie steht Gott zu der politischen Landkarte? Und dann lesen wir eben hier ab Vers 20, Daniel 2 ab Vers 20. Daniel fing an und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit,
denn Weisheit und Macht sind sein. Er ändert Zeiten und Fristen. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Gott ist ein Gott, der Könige einsetzt. Ein spannender Gedanke. Ich habe jetzt also einen König, nehmen wir mal an, da gibt es einen Herrn Putin, der uns gerade Not macht. Und du fragst dich, wie ist diese Person, wie ist die da hingekommen? Und du kannst sagen, er wäre dort nicht, wenn Gott ihn nicht mindestens gestattet hätte, diesen Job zu bekommen. Logisch. Ja, wenn Gott sagt, du nicht, ja, dann mach mal. Probier mal. Ja? Ja, ich will aber trotzdem. Kannst du knicken. Gott ist ein Gott, Daniel 2, der Könige ab und Könige einsetzt. Das heißt, wenn wir das ernst nehmen, dann haben wir die Weltgeschichte, wie sie sich seit x-tausend Jahren vor unseren Augen entfaltet. Die Weltgeschichte ist eine Geschichte Gottes. Und jetzt wird es spannend. Warum greift Gott in Weltgeschichte ein? Was will Gott damit? Und die Antwort ist fantastisch. Apostelgeschichte 17. Paulus auf dem Areopag, das ist ein Marktplatz in Athen. Apostelgeschichte 17. Ich hatte eben gesagt, Gott interessiert sich für Weltgeschichte. Warum? Warum lässt Gott Weltgeschichte nicht einfach laufen? Und klar, die Antwort muss damit zu tun haben, dass Gott diese Weltgeschichte benutzt, für seine Zwecke benutzt. Aber was bitteschön ist der Zweck der Weltgeschichte? Also warum gibt es die noch? Also wir denken immer, die muss es immer weitergeben. Aber wir wissen ja, der Herr Jesus kommt wieder. Es gibt ein Ende. Warum ist das Ende nicht schon gekommen? Warum war nicht 3 Tage nach Golgatha einfach zack? Hier, Apostelgeschichte 17. Warum gibt es Weltgeschichte? Da sagt Paulus, Vers 26. Und ich starte schon mal mit Vers 25. Nee, ich fange mit 26 an. 26 und 27. Das stimmt hier nicht in meinem Skript. Also 26 und 27. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht. Er ist Gott. Gott hat Nationen gemacht. Also, dass es eine Nation gibt, ist Gottes Idee, dass es Völker gibt. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, indem er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Dass wir hier leben, in Deutschland, als Deutsche, das liegt nicht daran, dass wir so schlau sind oder dass wir das wollten, sondern Gott hatte von oben betrachtet gesagt, ihr dürft jetzt hier leben. Warum? Und jetzt kommt die Funktion. Warum gibt es Völker auf dieser Welt? Wozu sind sie da? Antwort, Vers 27, dass sie Gott suchen, ob sie ihn wohl tastend fühlen und finden möchten, obgleich er nicht fern ist von jedem von uns. Gott schafft Völker und das bedeutet, es entstehen Völker und es vergehen Völker. Genauso, dass ein Raum entsteht, in dem weltgeschichtlich Menschen in der Lage sind, Gott zu suchen und Gott zu finden. Das heißt, die Weltgeschichte, vor allem die Völkergeschichte, ist eine Geschichte, die so funktioniert, dass Gott an der Stelle dafür sorgt, dass ein Maximum an Menschen ihn finden kann. Und wenn ich das so sage, muss ich 3 Dinge nachschieben. Punkt 1. Diese ganze Geschichte, die wir als Weltgeschichte erleben, werden wir nicht verstehen. Ich weiß, das klingt jetzt irgendwie doof, aber im Prediger heißt es einmal über die Dinge, die Gott tut. Das heißt dazu in Prediger 8, Vers 17. Und da sah ich am Ganzen des Werkes Gottes, dass der Mensch das Werk nicht ergründen kann, das unter der Sonne geschieht. Und das ist jetzt sehr, sehr ernüchternd.
Das heißt, du kannst dir Weltgeschichte anschauen. Ich kann dir sagen, Weltgeschichte ist dazu da, dass Menschen die Chance haben, Gott zu finden. Wenn Gott nicht in Weltgeschichte mehr eingreift, wenn Gott nicht mehr Völkergeschichte schreibt, dann wird die Möglichkeit, dass Menschen Gott finden, nur schlechter und weniger. Es wird nie besser. Gott sorgt dafür, dass auf eine in letzter Konsequenz optimale Weise Menschen in ihrer gesamten Freiheit, die nicht beschnitten wird, ihn finden können. Aber wenn du jetzt sagst, oh, das versuche ich jetzt mal zu verstehen, vergiss es. Dazu fehlt dir eine einzige Voraussetzung und das ist Allwissenheit. Aber ohne die geht es halt nicht. Du müsstest alles durchschauen, wie alle Leben und wie alle geschichtlichen Events miteinander verknüpft wären und wie man aus dem Ganzen ein Optimum herauszieht. Wird nicht funktionieren. Warum? Da sah ich am Ganzen des Werkes Gottes, dass der Mensch das Werk nicht ergründen kann, das unter der Sonne geschieht. Wie sehr der Mensch sich auch abmüht, es zu erforschen, so ergründet er es nicht. Und jetzt kommt es, und selbst wenn der Weise behauptet, es zu erkennen. Also wenn du wieder in einer Talkshow einen hast, der sagt, ich weiß aber, wie alles zusammenhängt. Nee, er kann doch nichts ergründen. Es geht nicht. Ich weiß, klingt doof, aber es war mir wichtig, das an den Anfang zu stellen. Die Geschichte, die wir erleben, ist Gottes Geschichte. Das, was jetzt gerade aktuell in Europa passiert, das passiert nicht und Gott steht daneben und denkt sich, oh, was machen die denn da, wie komme ich denn da wieder raus? Ja, vergiss es. Gott sieht das, Gott weiß es und Gott will es. Es geht nicht an Gott vorbei. Gott ist der Könige einsetzt und Gott ist der Könige absetzt. Gott kann in dieser Geschichte wirken, wie er will und das Spannende ist, er tut das auch. Ich hatte gesagt, Weltgeschichte, wozu? Damit Menschen Gott finden. Erstens mysteriös, zweitens, Gott greift auf höchster politischer Ebene ein und schiebt da. Und jetzt kommt das Dritte, was wir verstehen müssen. Wenn Gott eingreift, dann nimmt er damit durch sein Eingreifen denen, die in Verantwortung stehen, nicht ihre Verantwortung. Also, die Tatsache, dass ein Wladimir Putin jetzt über Russland regiert, ist Gottes Wille. Gott will das. Die Verantwortung, es so zu tun, wie er das tut, bleibt bei ihm. Er muss vor Gott sich für das, was er tut, verantworten. Wie im Ganzen diese Person und dieser Krieg und das, was noch auf uns zukommt, im großen Ganzen einmal zu der Geschichte Gottes passt, das können wir uns nicht vorstellen. Und ich möchte euch ein Beispiel bringen. Wir haben unter Mao Zedong, wahrscheinlich war Mao Zedong im 20. Jahrhundert der größte Menschenschlechter des Jahrhunderts. Es sind zig 10 Millionen Menschen gestorben durch das, was er angeordnet hat. Und du könntest dir denken, boah, wie kann Gott das zulassen? Und gleichzeitig entsteht als Ergebnis aus dem die größte Kirche, die wir im Moment auf dieser Welt haben, wo wahrscheinlich bis zu 100, 120 Millionen Leute gläubig geworden sind. Direkt kurz danach, und du sagst dir, wie kann das eine mit dem anderen zusammengehen? Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt nicht mich hinstellen und werde sagen, ich hätte Prediger 8, Vers 17 ausgehebelt und ich kann euch jetzt alles erklären. Darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, dass wir den Schritt zurückgehen müssen. Wir leben im Heute und denken, Gott macht einen Fehler. Ja, geh mal 50 Jahre weiter und dann schau zurück und dann frage dich, hat Gott einen Fehler gemacht? Und ich merke, dass wenn wir abends 21.30 Uhr für Ukraine oder gegen den Ukraine-Krieg beten, wie sich in den ersten 6, 7 Wochen da unser Gebet auch entwickelt hat, von gegen diesen Krieg hin zu einem, okay, vielleicht ist es für Europa, wenn man sieht, wie gottlos dieses Stück Land oder dieser Kontinent geworden ist, vielleicht ist das wirklich, was im Moment passiert, für die Seelen der Menschen das Beste. Weil sie aufwachen aus ihrer Überheblichkeit, aus ihrer Sattheit, aus ihrer Gottlosigkeit. Und wir merken, wie soll ich denn jetzt beten? Soll ich beten, Herr, mach, dass dieser Krieg aufhört? Und ja, natürlich beten wir das, weil wir sollen dafür beten, dass wir in Ruhe und Frieden leben können. Ich will keinen Krieg für meine Enkel. Hier in Deutschland, auch wenn der beim Zustand der Bundeswehr schnell vorbei wäre, das ist mir schon auch klar.
Aber ich will das wirklich überhaupt nicht. Was ich gleichzeitig, während ich sage, ich will das nicht, weiß ich, wie können wir es nochmal schaffen, dass unser Volk nochmal aufwacht für Gott? Was muss denn noch passieren? Reicht es, dass die Gaspreise sich verzehnfachen? Ist dann der Punkt erreicht, wo endlich jemand mal sich die Frage stellt, ist denn billig leben und alles haben, alles im Leben? Und wir merken, Gott ist der Gott der Geschichte. Er ist der, der auf eine ganz mysteriöse Weise Könige einsetzt, Könige absetzt, aber dann eben auch Könige für das, was sie tun, zur Verantwortung zieht. Und euch ist das vielleicht mal in 1. Mose 15 aufgefallen, wo Gott mit Abraham einen Bund schließt und Abraham dann verheißt, ich werde dir das Land Kanaan geben. Und bis dahin ist die Geschichte total happy und ich kriege ein Land, alles ist gut. Jetzt gibt es eine kleine Einschränkung, es dauert noch 400 Jahre. Du denkst dir, warum? Warum bitteschön, du hast mir doch gerade, wir haben einen Bund geschlossen, ja? Ich bin irgendwie, alles ist gut, Abraham ist gerecht, aus Glauben, alles wirklich super. Warum muss ich jetzt noch 400 Jahre warten, bis ich dieses Kanaan kriege? Ich meine, das ist um die Ecke, ich wohne schon drin. Und dann kommt eben Gott und sagt dem Abraham, der heißt da noch Abram, 1. Mose 15, Vers 13, und er sprach zu Abram, ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört. Und sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Das ist in Ägypten. Also 400 Jahre, puh, schöne Aussicht, ja. Und dann geht es hier weiter. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen, und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Also sie müssen nach Ägypten, sie müssen in die Sklaverei, und dann dürfen sie da wieder raus. Das wird 400 Jahre vorher schon mal verheißen. Ja, warum müssen sie warten? Vers 16. Und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren, denn das Maß der Schuld des Amoriters ist bis jetzt noch nicht voll. Du denkst dir, boah. Heißt das, dass ein Volk als Volk Schuld auf sich legt und irgendwann ist das Maß voll? Und wenn das Maß voll ist, dann kann Gott sagen so, du bist jetzt für meine Idee von Weltgeschichte, nämlich dass man Gott suchen und finden kann, du bist jetzt zum Problem geworden, ich nehme dich jetzt hier weg. Darf Gott einem Volk sagen, du hast dein Lebensrecht verwirkt? Und die Antwort lautet ja. Ja, wenn das Maß der Schuld voll ist. Und ihr ahnt, ich habe, wenn ich so sehe, wie wir uns aufgeführt haben in den letzten 50 Jahren, ich habe da so die ein oder andere Sorge, dass auch da Gott irgendwann sagen könnte, naja, das Einzige, was mich ein bisschen beruhigt, ist, dass das immer Hunderte von Jahren sind. Das ist das, wo ich auch denke, oh, vielleicht doch noch ein bisschen Zeit. Das geht nicht so schnippschnapp, das ist schon richtig. Aber Gott ist ein Gott der Geschichte, der ganze Völker zur Rechenschaft zieht. Und das tut er witzigerweise auch bei seinem eigenen Volk. Und das kann sein, dass die Schuld voll ist, und dann spielt es tatsächlich keine Rolle mehr, was das Volk noch tut, weil dann kommt einfach Gericht. Ihr könnt das gerne mal nachlesen bei dem König Josia. So, was will ich sagen? Ich will sagen, Gott ist ein Gott der Geschichte, der nicht nur ein unsichtbares Reich baut auf der Welt, in den Herzen von Menschen, sondern der gleichzeitig Weltgeschichte lenkt, indem er Völker lenkt, durch das Einsetzen von Königen, um zwei Dinge zu gewährleisten. Auf der einen Seite absolute Freiheit. Menschen dürfen sich frei für ihn entscheiden. Wir reden nicht von Vorherbestimmung, okay? Gott schafft einen Raum der Freiheit. Jeder, der sich für Gott entscheidet, wird das aus freien Stücken getan haben. Da gibt es genug Alternative, damit niemand sagt, ja, ich musste ja in den Himmel. Nein, musst du nicht. Und auf der anderen Seite ist Weltgeschichte Gottes Geschichte. Gottes Geschichte, nochmal, als ein Mix aus Freiheit oder nenne es Liebe, und auf der anderen Seite wird das Böse begrenzt, sodass es nicht sich so entfalten kann wie, sagen wir mal, vor der Sintflut. Gott lässt die Verantwortung für das, was er tut, beim Menschen,
Der Mensch soll gerecht leben und Gott sagt, lebe gerecht und wenn du es nicht tust, ist das dein Ding. Aber er sorgt dann eben auch dafür, dass an den Stellen, wo Völker sich auf eine Weise entwickeln, wo du sagst, boah, da ist ja nichts mehr zu holen, das ist jetzt einfach vorbei, dass die dann auch verschwinden. Und jetzt versteht ihr vielleicht, warum vor der Sintflut, heißt es in 1. Mose 6, Vers 5, da wird die Welt beschrieben, das Denken der Welt. Und da heißt es 1. Mose 6, Vers 5, und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war. Zu dieser Zeit gibt es noch keine Völker. Und die ganze Welt ist böse. Das heißt, hier entwickelt sich eine ganze Menschheit so schlimm, dass Gott nur mit Gericht antworten kann. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und weil Gott dann verspricht, es wird so ein globales Gericht nicht noch einmal geben, deswegen führt er danach, das ist dann 1. Mose Kapitel 10 und dann danach, er führt dann Völker ein. Aber das Prinzip bleibt das gleiche. Wenn irgendwo etwas so übel wird, dass du sagst, hier ist jetzt Hopfen und Malz verloren, hier ist Game Over, hier ist die Schuld so voll, dass du sagst, ihr werdet eigentlich nur noch für alle anderen zum Problem, dann hat Gott das Recht und er tut das und nimmt Völker weg. Achtung, der Zeitrahmen ist ein ganz anderer als der Zeitrahmen in einem persönlichen Leben. Wir reden hier immer davon, dass Gott mal 400 Jahre noch wartet, auch mal 600 Jahre wartet. Gott kann warten. Aber wenn der Punkt überschritten ist, dann wird es echt gefährlich. Und deswegen, wenn das stimmt, dass wir eigentlich zwei Reiche haben, wir haben auf der einen Seite das Reich der Himmel, wir gehören zu einem König. Und auf der anderen Seite stecken wir in dem politischen Weltgeschehen fest, welches im Hintergrund von Gott orchestriert wird, dass Menschen in aller Freiheit ein Maximum an Chance haben, um sich zu bekehren. Und wie gesagt, das Ganze läuft mysteriös ab. Wir werden es nicht erklären. Ich kann es nicht und ihr werdet es auch nicht können. Das gehört einfach dazu. Wenn das so ist, die Frage, wem gehört dann eigentlich unsere Loyalität? Bin ich jetzt in erster Linie dem Staat gegenüber verantwortlich oder bin ich dem Herrn Jesus gegenüber verantwortlich? Oder ist es so eine geteilte Loyalität? Und die Antwort ist ganz, ganz einfach. Wir sind in unserer Loyalität nicht geteilt, sondern wir sind genau einer Person gegenüber loyal. Und das ist der Herr Jesus. Wir leben als Deutsche in Deutschland, ich habe eine deutsche Staatsbürgerschaft, aber meine Loyalität gehört dem Herrn Jesus. Und das macht uns in den Augen von Leuten gefährlich. Das muss euch klar sein. Ein Beispiel. Es gibt ja diese selbsternannte Volksrepublik Luhansk. Vielleicht habt ihr davon gehört, das gehört zum Donbass, das ist eine von diesen beiden Territorien, die da entstanden sind an der Grenze zu Russland. Da wurden 2021 die Bücher von Charles Spurgeon und von Billy Graham auf die Liste der extremistischen Literatur gesetzt. Kannst du sagen, warte mal, Spurgeon ist doch ein Prediger, der hat doch nur Predigten geschrieben. Richtig. Und Billy Graham, ist das nicht der Typ, der die Stadien gefüllt hat und dann Leute immer einlädt, an Jesus zu glauben? Ja. Und trotzdem, beide Bücher wurden auf die Liste extremistischer Literatur gesetzt. Warum? Verbotene extremistische Literatur. Ganz einfach. Wenn du sagst, ich glaube an das, was Billy Graham predigt, das Evangelium, und Jesus wird Herr in deinem Leben, dann wirst du sagen, meine Loyalität gilt diesem König. Und dann machst du einfach nicht mehr mit. Bei Dingen, wo du sagst, kann ich nicht. Das ist der Grund, warum im großen Stil dann, nachdem diese Volksrepublik da entstanden ist, Kirchen auch dicht gemacht wurden, solange sie nicht sich dem russischen Staat gebeugt haben. Meine Loyalität gehört dem Herrn Jesus. Wir werden uns nächste Woche unterhalten, was das bedeutet, weil der sagt etwas darüber, wie ich mit dem Staat umgehen soll. Aber wenn er sagt, ich soll
diesem Staat Gutes tun, ich soll mich diesem Staat unterordnen, ich soll ein guter Staatsbürger sein. Und in diese Richtung wird das gehen nächste Woche in der Predigt. Ist es trotzdem so, ich bin loyal, weil Jesus mein König ist. Und jetzt wünsche ich mir für euch Folgendes. Ich wünsche mir, dass wenn ihr das versteht, warte mal, wir folgen einem König. Wir folgen einem König, der in dieser Welt sein Reich aufrichtet und der gleichzeitig die Weltgeschichte im Blick hat. Ich wünsche mir für uns eine unglaubliche Entspanntheit. Ich kann euch nicht versprechen, dass es nicht zum Dritten Weltkrieg kommt. Ich kann euch nicht versprechen, dass ihr nicht, und wir Berliner werden mit die Ersten sein, die eine Interkontinentalrakete abkriegen, einfach weil wir dicht dran sind und ein beliebtes Ziel. Also ich kann euch nicht versprechen, dass wir nicht in den nächsten Monaten irgendwann gegrillt werden. Ja, das kann passieren. Aber darf ich euch irgendetwas Positives noch dazu sagen? Wir dürfen entspannt bleiben. Total entspannt. Weil wir sind am Ziel. Versteht ihr? Wir schauen uns diese Weltgeschichte an, so wie so Leute im Zoo sich eben so einen Puma anschauen. Ja, der läuft da auf und ab. Und diese Weltgeschichte passiert. Ich bin am Ziel. Und egal, was jetzt passiert, natürlich möchte ich mich nicht völlig plemplem verhalten und deswegen besorgt euch ein paar Ravioli für den Keller. Ich bin dafür. Ja? Lasst euch nachher das von Katrin nochmal erklären. Ich bin dafür, sorgt ein bisschen vor. Aber ganz ehrlich, wenn jetzt die ganze Panikwelle rollt, hey, tretet ein Stück zurück und sagt, das ist die Geschichte von meinem Chef, da habe ich nichts mit zu tun, ich bin am Ziel, macht ihr euch mal Sorgen, weil mich betrifft das eigentlich nicht. Ich weiß jetzt nicht, was kommt, aber ich weiß, dass egal was kommt, Gott weiß, warum er das tut, warum das für das größere Ganze, dass Menschen gerettet werden, genau richtig ist. Und ey, wenn es mein Leben kostet, na pff, ist halt so. Ich meine, ich habe doch sowieso bei meiner Bekehrung dem Herrn Jesus gesagt, mach mit mir, was du willst. Und wenn er halt jetzt das draus macht, okay, dann macht er halt das draus. Wir folgen einem König. Jesus ist nicht die kleine Glücks-App, die wir uns runtergeladen haben, damit unser weltliches Leben noch so ein Stückchen besser läuft. Sondern Jesus ist der König und er sagt, hey, ich hab dich, ich hab dein Leben. Lass mich jetzt mal dein Leben einsetzen, um hier Reich Gottes zu bauen. Und ansonsten überlass mir mal den ganzen Rest. Und jetzt stellt euch mal vor, wir könnten das glauben, dass wirklich die Himmel herrschen, dass wirklich Gott im Regiment ist, dass tatsächlich die Weltgeschichte darauf ausgelegt ist, dass Menschen Gott finden, ohne ihre Freiheit zu verlieren. So wie es auf dem Liederzettel früher von The Rock hieß. Kennt ihr die Stelle noch? 5. Mose 4, 29 hatten wir da drauf geschrieben, weil das so eine tolle Stelle ist, wo man merkt, wow, was für ein Gott. 5. Mose 4, 29. Da heißt es, und du wirst Gott finden, wenn du mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele nach ihm fragen wirst. Ist das eine Verheißung? Ist doch genial. Gott schreibt seine Weltgeschichte und Weltgeschichte ist einfach nur die Hintergrundstory dafür, dass Gott sagt, alle die wirklich ein Interesse an mir haben, die können mich finden. Dafür habe ich gesorgt. Das ist das Entscheidende. Das ist alles, worum es geht. Und ja, wir werden die Abläufe nicht passieren und nicht verstehen, die da draußen passieren. Und immer dann, wenn jemand kommt und sagt, ah, ich habe aber jetzt die Bibel als Fahrplan für die Endzeit. Davon gab es schon ganz viele, die das behauptet haben. Und es hat noch bei keinem gestimmt. Gehen wir mal freundlich davon aus, das wird auch so bleiben. Du musst es nicht verstehen. Du darfst einfach vertrauen. Wir müssen nichts verstehen. Wir müssen einfach nur begreifen, unser Job jetzt ist, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Nächster Schritt. Was kommt als nächstes? Das machen wir jetzt. So. Und ansonsten steht in meiner Bibel, jeder Tag hat an seinem Übel genug. Seid nun nicht besorgt für den morgigen Tag. Ja, wie kann man das denn sein? Siehst du nicht, was da auf uns zukommt? Und ich werde sagen, übrigens, wie ich auch schon bei Corona und bei anderen Stellen gesagt habe, ist mir scheißegal. Ist mir einfach egal, weil es ist doch nicht mein Job, Weltgeschichte zu machen. Ich werde nichts in dieser Weltgeschichte verändern, außer ich werde beten. Und das werde ich tun. Logisch. Und dann, wenn ich gebetet habe, dann ist Schluss. Den Rest, den darf Gott machen. Und wenn das bedeutet, ich werde 100, super, oder vielleicht auch nicht so super, keine Ahnung, aber wenn ich alt werde, werde ich alt. Wenn ich nicht alt werde, werde ich nicht alt. Das ist mir einfach egal.
Ich kann entspannt zurücktreten. Schau noch mal, was kommt. Gott macht keinen Fehler. Gott macht keinen Fehler. Am Ende, aus der Ewigkeit heraus betrachtet, werden wir unsere Zeit anschauen und werden sagen, wir werden nichts hinzutun, werden nichts davon wegnehmen. Es war alles genau so, wie es nötig war, dass Menschen Gott finden können. Und ja, ein dritter Weltkrieg ist möglich und wir wissen nicht, was kommt, aber wir wissen, dass das, was kommt, wenn es um die entscheidenden Dinge geht und die entscheidenden Sachen, die wirklich entscheidende Sache ist, dass Menschen Gott finden. Nicht, ob wir unseren Wohlstand behalten, nicht, ob wir im nächsten Winter frieren oder nicht frieren, nicht, ob du noch Sonnenblumenöl kaufen kannst oder nicht, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass Menschen Gott finden. Und da ist manches Mal es besser, es wird ein bisschen schlechter. Wir werden am Ende zurückschauen auf diese Zeit und wir werden, egal wie sie gelaufen ist, sagen, Gott hat keinen Fehler gemacht. Weil Gott als ein Gott der Geschichte in der Lage ist, die Freiheit des Menschen und seine Ziele miteinander zu verweben und eine Weltgeschichte zu schreiben, in der ein Maximum an Menschen ihn finden konnten. Und diesem Gott zu folgen. Mir geht es darum, dass ihr so ein bisschen entspannt werdet bei dem, was jetzt kommt. Dass ihr einfach entspannt euch zurücklehnt und sagt, nicht meins. Ja, liest die Zeitung mit dem, ist nicht meins. Ja, ist einfach nicht meins. Es ist Gottes Angelegenheit und er wird keinen Fehler machen. Und wir werden an dieser Stelle merken, dass uns und unseren Seelen das enorm gut tut. Und deswegen seid um nichts besorgt. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Macht den nächsten Schritt, das reicht. Und lass den Rest bei Gott.